Hey ihr Schniedels, willkommen zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Im letzten Part haben wir mal wieder schlecht geträumt. Nichts Neues, ich weiß, und ich habe schon gar keinen Bock, mich hier in dieses Bett zu legen, da wir sicherlich wieder von dieser Hackfresse träumen werden oder von Mendoza, aber die Welt ist allgemein scheiße, in der wir in unseren Träumen sind. Da wollen wir nicht wirklich hin, oder? Was meint ihr? Ansonsten, ich kann mich auch gerne nochmal hinlegen. Okay, Bones läuft uns nach wie vor hinterher. Wir sind in diesem Bett gewesen. Ach, wir können das mal mit Bones quatschen und ihm das erzählen. Ich habe fürchterliche Albträume. Ich habe fürchterliche Albträume. Hör mal, ich bin dein Arzt, nicht dein Seelendoktor. Obwohl, es fühlt sich so schrecklich real an, dass mich das kalte Grausen packt. Ich bin nur eine leere Hülle und irre durch farblose Ebenen ohne Leben, ohne Ziel. Ach, das meinst du? Tja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Es ist ein Gefühl, okay, als ob die Zeit stillsteht. Und ich kann kaum atmen. Du hast keinen Geist mehr und wirst immer mehr zu einem Schergen der Unterwelt. Schon vergessen? Ja, genau. Auch cool. Leute hier sollten uns trennen. Ich hab von einem Kerl namens Mendoza geträumt, dem Inquisitor aus Risen 1. Was denn? Meinst du etwa Mendoza, den Inquisitor? Richtig. Kollege. Wer kennt ihn nicht? Das war ein ganz übler Bursche, sag ich dir. Wer seinen Befehl nicht gehorchte, wurde kurzerhand aus dem Weg geräumt. Man sagt, er sei sogar mit den Piraten im Bunde und mit ihnen auf Kaperfahrt gewesen. Ganz schönes Arschloch. Hört sich interessant an. Du willst seinem Kerl nicht begegnen, glaub mir. Er soll Hunderte auf dem Gewissen haben. Mag sein. Doch eine Sache ist mir dabei noch ein Rätsel. Wieso sollte ein hochdekorierter Inquisitor mit Piraten paktieren? Keine Ahnung. Er ist schon lange tot. Komisch ist nur, dass du gerade jetzt von ihm sprichst. Mir war so, als hätte ich vor kurzem im Westen von Taranis eins der Schiffe gesehen, auf denen Mendoza früher gesegelt sein soll. Ist wahrscheinlich nur ein Zufall. Nun ja, egal. Du bist mein Arzt. Du musst mir helfen. Du bist mein... Na schön, lass mich mal überlegen. Ich weiß noch genau, wie es war, als mein Geist im Schattenreich weilte. Ich irrte in der Südsee umher auf der Suche nach Hilfe, genau wie du jetzt. Hilfe fand ich jedoch erst bei den Schamanen der Eingeborenen. Sie Fuck. Scheiße. Gut, wir müssen zu den schwarzen Schamanen, die können uns Linderung schaffen. Mir ist momentan fast alles recht, Linderung, aber sie lösen das Problem nicht. Achso, sie können es nur lindern. Ja, sollen wir sagen. Ich weiß nicht, ob es unserem Charakter dann besser geht. Es könnte auf alle Fälle einen positiven Einfluss auf das weitere Spiel haben. Ich sag einfach mal ja, wir können es uns ja noch überlegen, sonst ist es eine Quest, die offen bleibt. Ich denke, ich kann dir helfen. Aber dazu will ich erst mit einem Experten sprechen. Ja, gut. Finde einen Schamanen, der sich mit Voodoo auskennt. Er wird uns sagen, wie wir die Symptome deiner Geistlosigkeit lindern können. Versuch am besten bis dahin alles zu vermeiden, was dich dämonischer macht. Also das Spiel ist echt gut, aber es ist überhaupt nicht geistreich. Hahaha, badumt. Kleiner Scherz am Rande, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, was gibt's noch hier zu sagen? Was sagt ihr? Dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ach komm, ey, ich will hier eh bleiben. Was macht mich dämonischer? Was macht mich dämonischer? Hitler. Je schlechter deine Taten, umso eher mutierst du zu einem Dämon. Hab ich doch gesagt. Wenn du dir deine Menschlichkeit erhalten willst, dann solltest du vermeiden, andere schlecht zu behandeln. Okay, das werde ich tun, meine Freunde. Ich will den Menschen nicht schaden, ich will für sie kämpfen. Das ist eine gute Tat. Ich will für sie kämpfen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen, ja, um dir deine Menschlichkeit zu bewahren. Alles, was du von nun an tust, wird Konsequenzen haben. Je mehr sich deine Seele den Schatten nähert, umso eher greifen die Schergen nach dir. Warum sollte ich das wollen? Nun, eine dämonische Seele ist stark. Sie kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Außerdem kannst du so andere dämonische Seelen zu mächtigen Verbündeten machen. Auf der anderen Seite wird kein guter Mensch dir mehr helfen wollen, wenn du gänzlich dem Bösen verfallen bist. Verstehe. Wie auch immer du dich entscheiden wirst, ich jedenfalls bleibe an deiner Seite, mein Freund.
Korrekter Mann, und wir haben schon ein paar Mal den Fehler gemacht, dass wir solch dumme Kommentare auf Seele minus bekommen haben. Ich glaube zweimal. Zwei Punkte plus eins, jetzt haben wir minus eins, als wir sonst hätten, aber vielleicht war es manchmal nötig. Und das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Wir sind ein guter Mensch, wir bleiben ein guter Mensch. Das wird immer hoch, immer höher gehen, und eines Tages werden wir ein Mensch voller Seele sein. Ach Gott, ich wollte es nicht fragen, aber... Teil der Welt? Ein Haufen Gesetzloser im Kampf gegen die Ausgeburten der Hölle. Gemütlich. Vielleicht lasse ich mich später einmal hier häuslich nieder. Ja, wer weiß, ist es denn ernst, würde zu dir passen? Naja, ich weiß nicht. Warst du nicht selbst einmal einer von ihnen? Damit habe ich abgeschlossen. Piraten sind verblendet vom Glanz des Goldes. Doch sie werden noch erkennen, dass der Besitz des Goldes keinen Wert im Schattenreich hat. Die Jagd nach Schätzen ist nur ein Zeitvertreib ohne Ziel, bis das unvermeidliche Ende naht. Du kannst einem aber auch wirklich alles vermiesen. Bitte, gern geschehen. Was hast du außer deiner Überweisung an einen Schamanen noch anzubieten? Die Schamanen haben damals bei meiner Behandlung schwarze Herzen verwendet. Das hat mir geholfen, mein verdorbenes Blut wieder aufzufrischen. Okay. Hört sich nicht gerade gesund an. Schwarzes was? Hört sich nicht gerade gesund an. In deinem Fall ist es das. Schwarze Herzen haben eine gewisse heilende Wirkung auf unseren Organismus. Okay. Vor allem dann, wenn er geistlos ist, kräftigen vielleicht auch sie unseren Blut. Orgasmus. Aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich bin kein Schamane. Ja, aber dein Organismus und dein Orgasmus hat sich verbessert, junger Mann. Wo genau sind diese schwarzen Herzen? Ansonsten... Gut, das fragen wir ihn was auch genau nochmal. Sind diese wir fragen jetzt einfach alles. Das ist sicherlich interessant. Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Okay, das wollte ich gerade sagen, mit den Herzen. Ich finde das extrem geil. Das ist, also der hat was von Assassin's Creed. Das hatten wir im zweiten Part, glaube ich, wo wir gegen Piraten gekämpft haben. Wir haben gegen was Menschliches kämpft und der Kampf vorbei ist, der letzte Stich. Diese Sequenzen dann, sage ich mal, wenn er dann nochmal reinsticht und das Blut, das ist ziemlich krass gemacht. Aber, ja. Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist da völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Okay. Das Ding ist, ich dachte immer, das wäre der Grund, warum Assassin's Creed am 16. ist. Also brutal ist es eigentlich nicht. Doch schon, aber eine Story kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich dachte immer, dass es der Grund ist, aber Resident 3 ab 12, ganz entspannt. Deswegen wundert mich das etwas, aber das spielt nun keine Rolle. Alvarez, hast du noch was zu sagen, du alter Sack? Kümmere dich erst um die Höllenhunde in der Stadt. Der regt mich auch irgendwie auf. Er will immer erst, dass er... Er will immer erst kriegen, bevor er gibt. Nimm mich und ich gib's dir. So. Hab ich mich erschrocken. Du scheiß Hund, Alter. Da kommt schon einer. Scheiße. Kämpft, bitte kämpft. Achso, der hat mich schon geheilt. Wer ist denn das? Ist das Bones? Das ist Bones, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ich hätte ihm gerne den letzten Schlag. Na gut. Ramon und doch, doch, das ist Bones. Perfekt. Nochmal gespeichert. Ramon, was hast du zu sagen? Womit handelst du genau? Alter Mann. Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Ja, komm. Verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Okay, hier kriegen wir Tränke. Trank der Ehrfurcht. Einschüchtern. Einschüchtern Wirkungsdauer. Ach, das sind alles welche. Okay. Da können wir die Gegner einschüchtern. Aber ich wollte jetzt eigentlich keinen auf den Kampf, sondern einfach, dass wir uns heilen können. Womit können wir das am besten machen? Möglichst preiswert. Dietriche würde ich sagen, erstmal nicht.
Anscheinend hat er sonst nichts Großes. Ansonsten quatschen wir einfach mit ihm. Aber wir haben schon 1800 Gold, das ist schon mal ganz gut. Was gibt es hier sonst noch außer dir und Piraten? Was gibt es hier sonst noch außer dir und den Piraten? Ich meine, einen Dämonenjäger gesehen zu haben. Okay, gut. Dämonenjäger? Ja, richtig. Er war ebenfalls auf dem Weg in die Stadt. Wenn du ihn treffen willst, würde ich mal in der Taverne nach ihm suchen. Okay, gut, in die Taverne will ich sowieso noch. Das kann sicherlich nicht schaden. Kannst du mir was beibringen? Was willst du wissen? Stichwaffen lernen. Fechten liegt dir im Blut. Dein Stichwaffentalent steigert sich um 10 pro Stufe. Hiebwaffen lernen. Gegenangriff lernen. 1000 Gold. Nahkampf 40 Härte. Ich weiß nicht, ob wir es schon bisher. Vielleicht kannst du Angriffe deines Gegners mit einem. Ja, sowas ist eben gut, weil ich noch so Kampfprobleme habe. Aber ich glaube, das bezieht sich nicht auf Tiere. Und Tiere, da muss man einfach stärker werden und im Kampf besser werden. Ich weiß nicht, ich spare mir erst nochmal mein Gold, weil zum Beispiel bei Risen habe ich die Erfahrung gemacht, gleich am Anfang schleichen, 500 Gold raus, brauchte ich Gold für wichtigere Dinge, schleichen hätte noch warten können. Konnte ich zwar schon klauen, aber noch nichts groß Wichtiges. Deswegen bleibe ich hier, halte ich mich etwas zurück. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten, das ist wahr. Jedoch, nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Okay, was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Warum gerade 3 Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Okay, du bist nur wegen der Kristalle hier, du wirst schon wissen, was du tust. Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Du wirst schon wissen, was du tust. Na gut. Das hoffe ich doch. Gut, wo genau willst du Taschendiebstahl? Ach nee, das machen wir. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Stimmt. Gute Idee. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Du Pfeife wirst dich keine 2 Tage überlegen. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich bin ein Pilger auf dem Auftrag der hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Seele ist wieder minus 1, also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Scheiße. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Ich hab Scheiße gesagt, nicht weil ich den Text kenne, sondern weil ich es scheiße fand, dass wir Seele minus gemacht haben und dass wir so garstig zu ihm sind. Das müssen wir uns echt merken. Nicht fies zu Leuten sein. Jetzt haben wir wieder Seele verloren. Das ist egal jetzt. Also es ist nicht gut, es ist nicht egal, aber wir können es jetzt nicht ändern. Ich will es nicht nochmal deswegen laden, das wird schon wieder. Ich glaube, je höher unsere Seele ist, desto weniger Höllenhunde und so begegnen uns. Aber wir sind eh noch relativ am Anfang, da wird das eh noch keinen großen Einfluss haben. Aber wir sollen es uns jetzt merken, das wäre jetzt nur mein endgültiger Beweis. Das ist nämlich ein bisschen verkackt in der Arm am Anfang. Zeig mir den Kram, kannst du mir was beibringen? Okay, Ende der Konversation, lieber Ramon. Ich drehe mich mal zu Bones, der hat sonst nichts mehr zu sagen. Wir wollen mal uns in die Taverne begeben, aber es war sicherlich ein guter Weg, hier erstmal in die Hafenstadt zu gehen, denn hier kommen wir unter Leute, ohne große Wege durch die Gegenden zu gehen und zu sterben regelmäßig. Ich höre hier schon wieder so einen Höllenhund, da vorne ist er, glaube ich, oder? Ach, dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn. Hansel, was hast du zu sagen? Hey, sorry, dass ich dich wecke. Ach, erschreck mich nicht so. Was bist du denn für einer? Ich bin der Pansel. Ich merk's. Angst vor den Schergen? Und wie? Ich trau mich keinen Schritt mehr nach draußen. Eigentlich müsste ich an der Schmiede stehen. Du bist Schmied?
Nicht direkt, ich bin nur der Lehrling. Mein Meister ist allerdings auf Reisen und besonders gut bin ich noch nicht. Warum stehst du nicht unten an der Schmiede? Ich bin doch nicht verrückt. Da unten sind so unausstehliche Kreaturen. Deine Familie? Nee, ich rede von diesen Schattenwesen. Sie haben Donovan, den Büchsenmacher, getötet. Bevor die nicht weg sind, bewege ich mich keinen Meter. Die habe ich doch schon getötet, Junge. Zurück an die Schmiede. Deine Kreaturen sind tot. Und du bist dir ganz sicher? Ja, ich bin mir sicher. Schon gut. Hier, mein bestes Schmiedestück. Du hast es dir verdient. Wenn das Ding was taugt, fress ich einen Besen. Ich finde den Charakter von Risen 3 echt ziemlich, ziemlich geil. Deine Belohnung sollte wohl ein Scherz sein. Boah, ich wette, da kriegen wir wieder Seele minus. Und das ist fies, der ist nett, wir haben ihm geholfen und der hat uns was geschenkt, ja. Und die Höllenhunde haben uns viel gebracht, dass wir die getötet haben. Allein schon Ruhm. Das ist echt, man kann bei dem Spiel viel mehr machen. Man kann richtig asozial sein zu jedem. Finde ich krass, aber ich lasse es. Aber es lohnt sich bestimmt mal so einen zweiten Spielgang durchzumachen, wenn man es durchhat und richtig asozial sein. Das ist bestimmt auch mal lustig. Aber wir sind hier. Ich zeig mein wahres Gesicht und spiele ihn auch sehr sympathisch und freundlich natürlich. Meine lieben Zuschauer, Gans, kannst du mir das Schmieden beibringen? Jetzt, wo deine Kreaturen weg sind, verkaufst du auch Waren? Da musst du zu Grace gehen. Okay, ich hab's nicht so mit dem Rechnen. Sag mal, was kannst du eigentlich? Du bist ganz schön gemein. Und das wollte ich gar nicht. Das finde ich dann immer auch wieder scheiße gleichzeitig. Du bist frech, aber wir wollten es gar nicht. Aber das können wir wieder gut machen. Schwer, was? Und wie? Ich vertrete Onkel Wilson. Der ist ein echter Meisterschmied. Und ich sag dir, wenn er aus Kalador wiederkommt, wird sich bestimmt kein Monster mehr hertrauen. Solange er aber nicht da ist, übe ich das Schmieden. Bin aber noch nicht weit gekommen. Warum wundert mich das jetzt nicht? Alter Junge, hör doch mal auf, Mann. Ich kann dir zeigen, wie man Klingen schmiedet, die er... Oder Nägel. Möchtest du wissen, wie man einen Nagel schmiedet? Ich hab das übersprungen, weil das sehen wir eh noch, was er kann. Nee, geht eh nicht, er will's nicht, dann braucht man eigentlich auch nicht groß schnacken immer. Okay, so meine lieben Freunde, wie es im nächsten Part weitergeht. Wer hier ist, wer da meckert und so weiter, das erfahrt ihr im nächsten Part, meine Freunde. Also wieder einschalten, bis dahin, ciao, haut rein und viel Spaß noch. Ciao.